So, jetzt stehen wir an der Grenze von Kirgisistan, sind schon durch die Passport-Control, haben unsere Stempel schon und müssen jetzt hier noch zur Zollabfertigung. Und leider ist hier jetzt gerade der Strom ausgefallen und jetzt müssen wir warten, bis sie daran gearbeitet haben. Letztlich haben wir es natürlich nach Kirgisistan reingeschafft. Und zwar an dieser Stelle an der Grenze zu Tadschikistan. Wir hatten dann noch 5 Tage Zeit, bevor unsere China-Durchquerung begonnen hat. Die haben wir hauptsächlich hier auf der linken Seite in der Nähe des Peak Lenin verbracht. In Saritasch haben wir uns dann mit der Gruppe getroffen, mit der wir zusammen China durchquert haben. Eingereist sind wir beim Irkeshtam-Pass, haben dann 2 Tage in Kaschgar verbracht oder 2 Nächte vielmehr, sind dann über den Karakorum Highway nach Taschkurgan und sind letztlich beim Kunjara-Pass nach Pakistan eingereist. Auto waschen. Auf natürliche Art und Weise. Wo fahren wir jetzt hin? Nach China. Nach China. Mit unserem Motorradgang. Und unseren belgischen Freunden da hinten. Denn das kann man an dieser Stelle noch mal kurz erklären. Wer mit dem eigenen Fahrzeug nach China einreisen und dort fahren möchte, muss sich einen offiziell anerkannten Guide buchen, der einen Tag und Nacht begleitet. Da das ein relativ kostspieliges Unterfangen ist, haben wir uns mit anderen Reisenden, die ähnliche Pläne hatten, zusammengetan, um die Kosten untereinander aufzuteilen. Wer mehr dazu wissen will, kann sich gerne den Eintrag auf unserem Blog dazu durchlesen, den wir hier unten in der Beschreibung verlinken.
Hallo Tina, herzlich willkommen in China. Wo sind wir hier? China. Wo genau? Kashgar. Und warum sind wir in diesem Raum? Weil wir in einem Hotel schlafen müssen. Warum? Weil wir nicht in unserem Auto schlafen dürfen. Wo ist unser Auto? Irgendwo da ganz hinten. An der Grenze, in dem Customs. Ja. Und morgen früh können wir es abholen. Morgen früh bis morgen Nachmittag. Ja. So, wir melden uns das erste Mal so richtig aus China, weil wir Zeit haben. Wir sind nämlich jetzt, haben unseren dritten Tag. Ja. Waren die letzten zwei Tage hauptsächlich an Checkpoints und ein bisschen in Kashgar. Ja. Sehr, sehr cool alles bisher. Eine sehr, sehr coole Gruppe, mit der wir unterwegs sind. Ja. Und der Guide ist auch super. Und jetzt haben wir aber das Problem, wir wollten gerade aufbrechen in Richtung der pakistanischen Grenze, noch mit einer Übernachtung zwischendurch. Aber nach 50 Kilometern hat jetzt ein Motorrad aufgegeben und funktioniert gerade nicht mehr. Und ja, jetzt suchen wir nach Möglichkeiten, oder die Jungs vielmehr suchen gerade nach Möglichkeiten, das zu reparieren. Und ja, wir haben sowieso einen 10-Stunden-Tag vor uns. Der wird jetzt noch ein bisschen länger. Ja. Aber wir bleiben optimistisch. Ja. Thank you.
So, nochmal ein kurzes Video-Update. Wir haben es gestern sogar noch vor der Dunkelheit bis nach Taschkurgent geschafft. Das Bike von Oma wurde gefixt. Was hab ich gesagt? Taschkurgent. Ja, ist alles das Gleiche. Ja, kann sogar sein, dass beide geht. So, und heute ist unser vierter Tag in China und der Tag, wo wir jetzt gleich bis nach Pakistan fahren, sind nur noch 5 Minuten. Also wir stehen ja noch am Hotel, haben verbotenerweise in unserem Auto geschlafen und nicht im Hotel, darf man eigentlich nicht. Aber es war super. Es war super. Und jetzt fahren wir noch Sprit holen, einmal zum Supermarkt ein bisschen Brot holen und dann fahren wir zum Customs Office, das ist nur 5 Minuten von hier. Und dann sind wir im No Man's Land. Und dann geht es aber noch 2 Stunden hoch den Kunjerab Pass zur höchstgelegenen Grenze der Welt auf, lass mich lügen, 4700 something, ja. Ungefähr sowas. Something. Und auf der anderen Seite reisen wir dann ein nach Pakistan. Jawohl. Oma! Yeah? Where are we? We are in Pakistan! We're in Pakistan! We're headed to Pakistan! I do love Pakistan! Believe me! Das ist sie! Die höchstgelegene Grenze der Welt! Die Grenze zwischen China. China? Zwischen China und Pakistan. Wir haben es geschafft. Es ist kalt, es ist schön. Die Menschen sind super freundlich. Wir mussten schon 1 Milliarde Fotos mit denen machen. Ja. Mit den Pakistani. Aber super, wir haben es geschafft. Fast 4800 Meter. Es ist anstrengend zu reden. Aber wir haben es geschafft. Ja. Jetzt kommt Pakistan. Yes. Hallo.